Da werden wir mal junge Es sind schon immer wieder weite Wege, was wir zurücklegen, damit wir ins Eis kommen und unsere Abenteuer dort vielleicht finden, die wir immer wieder aufs Neue suchen. Der Grund dafür ist vielleicht, dass wir immer wieder neue Herausforderungen suchen, neue Abenteuer, neue Menschen kennenlernen, denen ihre Philosophie, denen ihre Denkweise anschauen und vielleicht daraus lernen.叫孤的名字叫双桥沟，四姑娘山镇。啊，为啥子双桥沟？过去的沟路只有两个桥。哦，以前是都要有个两栋桥，两栋桥嘛就杨柳木筑的叫做杨柳桥，而上来一栋桥就是两个桥，就双桥沟。 Die Fahrt nach Tibet war gleichzeitig eine Fahrt aus der Zivilisation. Man verlässt die Millionenstadt und fährt in die Dörfer oder in die Täler über Pässe. Da ist man gleich mal über 4000 Meter um. Und genauso schnell ändert sich auch dort der Lebensstil. Die Materie Eis selber ist eigentlich was jeden Tag anders ist. Du hast durch die verschiedenen Wetterbedingungen, durch verschiedene starke Sonneneinstrahlung, durch hohe und tiefe Temperaturen eigentlich einen ständigen Wechsel in der Materie drinnen. Es ist kein Tag gleich wie der andere, auch wenn du hintereinander die gleichen Touren kletterst. Deswegen ist es was ganz Spezielles im Eis unterwegs sein, weil es diese Formen und Strukturen, die halt dann auch in verschiedensten Farben dann auch erscheinen, also je nachdem, welche Temperatur das Eis hat, wie viel Sonne drauf scheint oder ist es im Schatten gerade, sich das ständig ändert. Und diese Änderung macht es natürlich ganz speziell, weil du nie vorhersagen kannst, was auf dich zukommt im Vorhinein. Haben in diesem Guesthouse, die leben über 3000 Meter in einem Dorf, in einfachen Steinhäusern, und die sind natürlich gewohnt, aufgrund ihrer kargen Umgebung, dass sie
alles verkochen und verquanteln, was sie da so kriegen können. Und das wirkt sich natürlich auf den Speiseplan aus. Und wir waren am Anfang, ja, wir waren eigentlich immer recht skeptisch. Zu Recht, wir haben das Essen einfach großteils nicht vertragen oder nicht vertragen wollen. Also wir haben uns oft einfach nicht getraut, das Zeug zu essen. Neue Sachen zu entdecken ist vielleicht der Antrieb überhaupt für mich beim Klettern oder beim Eisklettern. Also wenn ich jetzt Bewegungen in- und auswendig studiere, macht das auch irgendwie einen Anreiz, dass ich dann irgendwie das sozusagen aneinanderreihen kann. Aber für mich was ganz Spezielles ist, was, wenn ich irgendwas klettern kann, wo ich überhaupt noch nie war und wo ich weiß, dass auch noch nie irgendwie in die Richtung ein Mensch dort sich bewegt hat. Also das ist irgendwie was ganz Spezielles, man kann es schwer beschreiben. Also man taucht in eine Welt ein, wo man weiß oder wo man eben nicht weiß, was auf einen zukommt. Man muss improvisieren, man muss sich darauf einstellen, immer wieder neu. Das kann da keiner sagen eigentlich, was auf die zukommt, weil ja noch keiner dort war. Und das ist vielleicht das ganz Spezielle, das man halt immer wieder aussuchen beim Eisklettern und gerade halt in solchen Gebieten oder Ländern, die halt nicht so bekannt sind für diese Sachen, findet man natürlich immer wieder neue Sachen oder neue Herausforderungen.